Und jetzt noch ein entscheidender Tipp von mir. Und zwar schau wirklich, wenn du jetzt wächst, du bekommst die ersten Follower, du bekommst die ersten Anfragen, welche Placements du annimmst. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Tormplatzer Raw-Kanal. Heute wollen wir mal über das Thema Influencer sprechen. Und ich weiß, oftmals sind Influencer verpönt. Ja, Oliver Pocher, ja, macht immer wieder Influencer-Checks. Auch hier auf YouTube gibt es mittlerweile ganze Videoserien, die davon handeln, sind Produkte, die von Influencern promotet werden, schlecht etc. Marvin hat mit Hydrohype ja komplette Influencer hochgenommen und gezeigt, dass am Ende des Tages alles beworben wird. Ja, wo auch nur ein bisschen Geld hintersteckt. Aber trotzdem möchte ich in diesem Video das Ganze mal ein bisschen neutraler betrachten. Denn tatsächlich gibt es auch eine andere Seite. Ja, der Beruf Influencer oder auch wenn man das Ganze nebenbei macht, kann tatsächlich relativ lukrativ sein. Ja, das heißt, wenn wir auch oftmals so ein bisschen lächeln, wir sehen den Rabattcode, ja, wir sehen Produkte, die promotet werden, dann stecken oftmals tatsächlich ganz hohe sechsstellige, siebenstellige Summen dahinter, die teilweise für diese Placements gezahlt werden. Deshalb, um es einmal herunterzubrechen, in diesem Video, ja, ihr könnt ausschalten, wenn ihr sozusagen eine ganz negative Meinung von Influencern habt. Aber in diesem Video geht es einfach mal darum, 5 Dinge, die du unbedingt beachten musst, wenn du selber sagst, hey, ich will mit Social Media Geld verdienen und ja, ich strebe sogar an, in den nächsten Jahren ein Influencer zu werden. Punkt Nummer 1 ist die Positionierung und die Nischenfindung. Ja, ich weiß, ich habe in vielen Videos das immer wieder angesprochen, Redline-Content beachten und so weiter, aber ich will ganz kurz erklären, warum das so wichtig ist. Schau mal, wenn du jetzt neu anfängst auf Social Media, ja, vielleicht siehst du dieses Video und sagst danach, hey, weißt du was, das waren eigentlich ganz coole Tipps, ich starte jetzt mal einen Account. Du musst wissen, jeden Tag werden mittlerweile Hunderttausende von Accounts gestartet. Warum? Weil die Einstiegshürde, Creator zu sein, extrem niedrig ist. Ja, früher, ich weiß noch, meine ersten YouTube-Videos habe ich mit einer Canon EOS 6D oder 600D gefilmt. Ja, das heißt, du brauchtest eine Digicam, ein Stativ, das musste ausgeleuchtet werden und so weiter. Heute geht teilweise das neueste iPhone und fertig. Ja, oder ein Beautylight für 19 Euro bei Amazon und du kannst loslegen, kannst Creator sein und damit Millionen von Views zu generieren. Deshalb, weil eben die Konkurrenz so groß ist, ist es so wichtig, dass du dir eine Nische suchst. Ja, wenn du zum Beispiel anfängst und sagst, hey, ich bin komplett neu, ich bin noch keine relevante Person, auch nicht durch Medien oder durch Zeitschriften, durch irgendwas, dann kannst du nicht beigehen und sagen, mein Thema ist Fitness, sondern du musst es einschränken. Ansonsten wirst du einfach unter den ganzen etablierten Fitness-Influencern und so weiter untergehen. Sprich, du musst dir ganz genau überlegen, was ist denn das Besondere von deinem Content? Zum Beispiel Fitness für junge Mütter oder Fitness nur auf Sixpack oder nur auf einen krassen Booty bezogen. Ja, du brauchst sozusagen irgendwo diese Nische, damit du dich überhaupt irgendwo etablieren kannst. Weil am Ende des Tages, das ist wie wenn du in ein Restaurant gehst, ja, und du siehst da, aha, ich kann hier einen asiatischen Wok haben, einen Burger, einen Schnitzel, ja, ich kann eine Currywurst und einen Döner essen. Du gehst lieber, wenn du Lust hast, auf Döner zum Dönermann. Ja, und wenn du eine geile Pizza haben willst, zum Italiener. Und so ist es halt auch hier. Wenn du in einer Nische, die groß wirst, ja, dann wirst du automatisch zum Experten. Dann wird dir automatisch mehr Expertise zugeschrieben. Und Zusatzpunkt, überleg mal, wie werden am Ende Placements und so weiter verteilt? Ja, meistens stecken Agenturen dahinter. Ja, das heißt, selten ist es jetzt so, dass zum Beispiel Mercedes, BMW oder jetzt auch so die großen Firmen direkt zu einem Influencer gehen, sondern da ist eine Agentur zwischen. Ja, die lassen das von jemandem machen. Und diese Agenturen, die müssen dich sofort zuordnen können. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel zu broad bist, dann nehmen sie natürlich lieber die, die sich schon etabliert haben. Oder aber, wenn du zu viele Themen mixt, mal Fitness, ja, mal Kochen, mal Hund, ja, mal dieses, jenes und so weiter, mal Gaming, dann kann die Agentur dich gar nicht zuordnen. Das heißt, die weiß gar nicht, welche Placements könnten wir denn sozusagen diesem Influencer oder auch Mikroinfluencer, ich komme später zu, geben, weil sie gar nicht wissen, in welcher Sparte du Produkte bewerben kannst. Weil wenn du dann beispielsweise 10.000 Follower aufgebaut hast, ja, mit 4 verschiedenen Themen, dann ist ja gar nicht klar, wie viele davon interessieren sich denn wirklich für Fitness, wie viele davon für Gaming und wie viele davon für deinen Hund. Sprich, die Agentur kann nicht sagen, jo, wir haben einen Influencer mit 10.000 Abonnenten, sondern wir haben einen Influencer, der hat zwar 10.000 Abonnenten, aber wahrscheinlich interessieren sich 1.800 für ihre Produkte. Und das bedeutet natürlich nicht so eine gute Conversion. Punkt Nummer 2, die richtige Plattform. Und vielleicht eins vorweg, meine Empfehlung, mach das, worauf du Lust hast. Wenn du allerdings komplett rational daran gehen möchtest und du sagst, nein, mir geht es aber nur um dieses Influencer-Ding, dann empfehle ich dir definitiv, benutzt TikTok, ich mache das jetzt ganz kurz, benutzt TikTok, um primär damit aufzubauen. Ja, Short-Videos ist wirklich das, was dir Reichweite ermöglicht. Ja, du kannst natürlich auch YouTube-Shorts machen, du kannst auch Reels machen. Wenn du zum Beispiel mit einer Digitalkamera filmst, kannst du es auch überall einfach hochladen, wie ich es zum Beispiel
Beispiel auch mache und nutzt aber primär die Plattform TikTok, um wirklich viele Views damit zu generieren. Die Nummer 1 Plattform, um am Ende Placements zu kriegen, ja, wenn sozusagen dein Ziel ist, Rabattcodes etc., ist Instagram. Und ich sage dir das wirklich aus einer Menge Jahren Erfahrung mittlerweile. Ich kenne Leute, die haben wirklich riesige YouTube-Kanäle mit tollen Communities, aber die Firma sagt sehr, sehr oft, tatsächlich zu 80-90%, nein, wir wollen aber Instagram. Das heißt, oftmals sind die Placements, obwohl derjenige auf Instagram die Follower hat, weil er einen großen YouTube-Kanal hat, trotzdem dann auf IG. Deshalb sollte das deine primäre Plattform sein. Platz Nummer 2 für mich persönlich zu monetarisieren ist der Podcast. Ja, auch das wird komplett unterschätzt von vielen. Spotify Exclusive und so weiter. Habe ich ja auch schon mal ein eigenes Video zu gemacht zu dem Thema. Und auf Platz Nummer 3 ist dann tatsächlich bei mir erst YouTube. Die Killer-Kombo ist also für mich. Du benutzt TikTok, um damit Reichweite aufzubauen. Holst die Leute dann auf Instagram, um dort zu monetarisieren, startest einen Podcast und optional startest du einen YouTube-Kanal. Ist aber auch, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, mit viel mehr Aufwand verbunden und dafür gibt es teilweise viel, viel weniger Placements als für die anderen Plattformen. Punkt Nummer 3, der richtige Content. So, wir wissen jetzt, welches Thema wir haben, welche Plattform. Wir haben das Ziel, Influencer zu sein. Was posten wir? Meine Empfehlung, 80-20. 80% sollten gerade am Anfang, wenn man dich noch nicht kennt, einfach der Mehrwert über das Thema, worüber du sprichst, sein. Ja, das heißt, jemand folgt dir wegen einem Sixpack oder weil er einen krassen Booty haben will oder weil er vegane Rezepte möchte. 80% sollten genau diese Dinge sein. 20% Verschiedenes, Persönliches, deine Persönlichkeit, Witz, Ironie, Sarkasmus, Sympathie aufbauen, Vertrauen. Das Ganze machst du so lange, bis du merkst, okay, jetzt habe ich wirklich eine Base-Community. Sprich, je mehr du wächst auf den Plattformen, du wirst am Anfang selten über deine Persönlichkeit wachsen, außer du hast jetzt eine sehr krasse Persönlichkeit, dann könnte das auch sogar dein eigenes Thema sein. Aber ansonsten wächst du über das Thema und über den Value, über den Mehrwert. Ja, wir zum Beispiel hier in unserer Agentur, wir haben so einen eigenen Score, wie wir Content bewerten. Ja, kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da mal ein eigenes Video von machen soll. Aber wir gehen nach bestimmten Parametern, um zu sagen, ja, das ist ein value-reiches Reel, beispielsweise, was die Chance hat, viele Klicks zu bekommen und so weiter. So, je mehr du dann wächst oder je mehr Follower du bekommst, desto mehr Persönlichkeit kannst du einstreuen. Weil am Ende des Tages, wenn du schon eine Community über das Thema hast, dann wollen sie natürlich auch wissen, wer ist die Person dahinter. Und das baut dann am Ende natürlich mit den Leuten Vertrauen auf, was du wieder brauchst, um überhaupt Placements zu machen. Auch sei vielleicht noch angemerkt, dass wenn es um die Qualität des Contents geht, dann musst du dir halt selber immer überlegen, okay, wenn Agenturen mich später sehen oder auch bestimmte Firmen, welchen Eindruck hinterlasse ich? Ja, das heißt, hier sind mögliche Überlegungen, ja, ich filme direkt in einer höheren Auflösung, ja, damit ich das für mehrere Plattformen benutzen kann. Ich benutze halt coole Transitions, ich gebe mir mal ein bisschen mehr Mühe vielleicht, um das zu schneiden oder hole mir einen Videografen und so weiter. Weil wenn deine Qualität halt höher ist, ziehst du damit natürlich auch ganz andere Leute an, als wenn du, sag ich mal, jeden Tag irgendwie 10 Reels hochlädst in eine verpixelter Qualität und so weiter, wo du am Ende dann wahrscheinlich tendenziell eher so Trash-Placements bekommst, die wir ja auch alle kennen. So, jetzt kommen wir zu Nummer 4 und das ist für mich persönlich der wichtigste Punkt, nämlich Aufbau und Wachstum. Der beste Tipp, um zu wachsen, und das ist tatsächlich etwas, was ich selber nicht so oft beherzige, ist einfach mit anderen Leuten zusammen Kollabos zu machen. Ja, das ist ja relativ logisch. Du startest jetzt, du hast eine Base-Community von vielleicht 500 oder 1000 Leuten. Du suchst dir jemanden, der auch so viele Leute hat oder tendenziell vielleicht so ein paar mehr und trotzdem was mit dir machen möchte. Ja, und kollaborierst mit diesem und im Endeffekt, ihr tradet euch so ein bisschen die Communities, weil ihr habt das gleiche Thema. Ja, auch hier wichtig, es macht fast nur dann Sinn, wenn ihr wirklich Überschneidungen im Thema habt, also die Schnittmenge möglichst groß ist oder wirklich das komplett gleiche Thema. Ja, wirklich mit anderen Leuten, weil die Community sieht dann, ah, guck mal, hier kriege ich auch noch coole Tipps, etc. Oder es ist eben ein Thema, was wirklich die perfekte Ergänzung zu deinem ist. Dann ist eine Sache aber jetzt ganz wichtig. Wenn du das machst, ja, also du hast deinen Contentplan für deine Reels beispielsweise, für deine Posts und so weiter, machst jetzt ganz ausgewählte Kollabos, hier auch immer gucken, mit wem macht die Person noch cooler, wie steht der oder sie PR-technisch? Was ist das für ein Ruf? Ja, ist das ein cooler Vibe? Ich würde auch nie mit Leuten kollaborieren, nur weil die jetzt Follower haben. Ja, das ist auch so ein großer Aspekt, weil die Leute merken das halt. Sprich, machst du was mit Menschen, wo du wirklich mit befreundet bist? Ja, ich zum Beispiel habe im letzten Jahr wahrscheinlich nur mit Mark Eggers wirklich zusammen Sachen gemacht. Und man merkt, glaube ich, dass wir nicht ein Video drehen, weil wir sagen, oh, lass mal irgendwie Communities traden, sondern weil wir einfach befreundet sind. Diese Freundschaft sozusagen, das ist eigentlich das Stärkste, was du machen kannst. Ja, deshalb zum Beispiel viele Influencer auch aus Köln, ja, und alle in so einer Clique, alle in so einem großen Circle, das sind viele Freunde, ja, und die machen zusammen Videos und dann hat das einfach einen ganz anderen Vibe. Und jetzt noch ein entscheidender Tipp von mir. Und zwar schau wirklich, wenn du jetzt wächst,
Du bekommst die ersten Follower, du bekommst die ersten Anfragen, welche Placements du annimmst. Natürlich werden irgendwann Agenturen auf dich aufmerksam. Ja, sobald du 5000 Follower hast, bist du ein Mikroinfluencer. Viele Firmen und viele Agenturen gehen nur noch auf diese, weil sie sagen, ja, die haben eben noch eine starke Community. Was einfach daran liegt, wenig Follower, du kannst mehr mit denen interagieren, schreiben und so weiter. Jetzt bekommst du Anfragen für irgendwelche Trash-Placements. Ja, ich glaube, ich muss jetzt hier nichts nennen, ihr kennt das alle. Ja, wo man dann irgendwie so sieht und so denkt, oh mein Gott, ja, für was wird da denn Werbung gemacht? Das passt überhaupt nicht zu Thema. Man googelt das einmal und findet nur Betrug, funktioniert nicht, Scam ist Mist und so weiter. Wenn du für Trash-Produkte Werbung machst, dann wird kein gutes, etabliertes Unternehmen mit dir noch etwas machen. Du hast dann einfach für alle Ewigkeit diesen Stempel. Und deshalb benutze ich immer so diese Metapher, das ist wie ein Pfeil, den man so im Bogen spannt. Je länger du sozusagen aushältst, ja, diese Trash-Placements nicht zu machen, desto besser werden am Ende die Anfragen sein. So, und an dieser Stelle kommen wir zu Punkt Nummer 5 und das ist dann wirklich die Monetarisierung. Das heißt, wenn du Geld verdienen willst mit deinen Socials, kommt jetzt hier mal meine Einordnung, wie und in welcher Reihenfolge das geschehen sollte. Auf Platz Nummer 1, und zwar mit wirklich weitem Abstand, aber es kommt eben nicht für jeden in Frage, sind eigene Produkte. Warum? Weil du einfach 100% der Marge hast. Ja, das heißt, du bekommst nicht irgendwie einen Deal, 10%, einen Share oder so. Nein, du bekommst 100% der Marge. Das ist das, was ich jedem immer empfehle, hab eigene Produkte. So, ich weiß, kommt nicht für jeden in Frage, aber wenn es geht, ist das natürlich die Nummer 1. Da verdient man am meisten. Auf der Nummer 2 ist Branded Content und wirklich langfristige Kooperationen mit Firmen. Ja, das ist auch meine Empfehlung, wenn Nummer 1 für dich nicht in Frage kommt. Schau wirklich, dass du dir 2, 3 Partner suchst, mit denen zusammen langfristige Kooperationen hast. Es ist einfach viel authentischer, du baust mehr Vertrauen auf, du wirst eine höhere Conversion haben und je länger ihr zusammenarbeitet, desto besser werden am Ende die Verträge. Ja, das heißt, wenn wirklich eine Firma sieht, hey, ich habe jetzt schon den Influencer seit 2 Jahren, ja, und wirklich in jedem Quartal delivert der und wird immer besser und die Community wächst, dann ist das einfach viel besser für dich, auch in den Vertragsverhandlungen. Nummer 3 ist dann sowas wie ja, Rabattcodes oder so, wo es am Ende so funktioniert. Du hast ein Produkt, das du vorstellst. Ja, es muss unbedingt zu deinem Thema passen, ganz wichtig. Dann benutzt du das, hast einen Rabattcode und kriegst immer prozentual oftmals von dem, was verkauft wird, halt etwas ab. Ich sage euch, unterm Strich sind das oft nur so 5 bis 10, 15%, ja, was da wirklich der Influencer bekommt. Ich kann dir selber sagen, wenn ich jetzt meine Swipe-Zahlen beispielsweise anschaue, das ist nicht so, dass von irgendwie 30.000 Story-Views 20.000 nach oben swipen. Ja, das ist je nachdem vielleicht mal 2.000, 3.500 oder so. Du musst überlegen, wie viel von denen kaufen am Ende das Produkt, etc. Deshalb ist das bei mir auch nur so auf Platz 3. Und ich sage es euch auch, 10%, 15% Code, du bist automatisch leider immer in dieser leichten Trash-Kategorie. Ja, weil es einfach so verpönt ist. Und Platz Nummer 4, ich will es nur beiläufig noch erwähnen, ist dann sowas wie Affiliate, E-Books und so weiter, wo ich aber ehrlich sagen muss, für mich persönlich nur bei Themenpages. Ich finde, das ist für Personenmarken einfach völlig ausgelutscht. Das lohnt sich nicht. Man verdient sehr wenig Geld damit. Tendenziell, es gibt natürlich auch hier wieder Ausnahmen. Ja, möchte ich natürlich auch sagen. Aber wäre jetzt nichts, was ich meinen Schützlingen beispielsweise empfehlen würde. So Leute, das war's mit diesem Video. Ein bisschen länger, ja. Ich wollte das auch mal so ein bisschen sachlicher erklären. Ich hoffe, das war auch mal in Ordnung. Gib mir gerne Feedback dazu, ob es auch mal längere Videos sein dürfen. Aber das ist einfach so aus meiner Perspektive von jemandem, der eine Agentur hat und auch viele Leute berät eben in diesem Segment, sage ich mal, meine Meinung, ja, und meine Erfahrungswerte. Deshalb freue ich mich über dein Feedback. Und was mich unbedingt nochmal interessieren würde, ja, wir haben ja alles schon mal bei einem Influencer ein Produkt gekauft. Ich habe als letztes Athletic Greens, heißen die so? Das sind solche Greens, die du so ins Wasser rührst. Die habe ich gekauft tatsächlich aufgrund einer Empfehlung einer Influencerin, der lieben Liz. Und ich muss sagen, ein 100-Euro-Produkt für so Greens, was du ins Wasser machst. Deshalb mal bitte in die Kommentare schreiben, was war das letzte Produkt, wo du geinfluenced wurdest? Ja, was du von einem Influencer gekauft hast. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Leute, wir gehen auf die 10.000 zu. Macht die endlich voll. Wir sehen uns jeden Dienstag und jeden Freitag um 18 Uhr.